Hallihallo, Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rotato. Heute werden wir den Charakter Lich machen. So, Charakter Lich ist halt ein bisschen anders. So, der hat ja zum Beispiel plus 10 LP Regeneration, plus 10 Lebensabzug. Das heißt, wir müssen schon mal in Richtung Lebens gehen, ne? Weil Chance auf 100% entzufügen Gegner 10 Schaden zuzufügen, wenn du dich heilst. So, da wirst du Bescheid, ne? Also, das ist, sag ich mal, cool wäre dann wahrscheinlich, wenn wir dieses Blutungsding nehmen wir dann jedes Mal Schaden kassieren und uns wieder heilen. So, ihr wisst, was ich meine, ne? So, das wäre vielleicht eine Idee. Was ich noch gemacht habe, ich habe jetzt weiter erhöht, ne? Ich bin jetzt bei 65%. Wir haben ja, glaube ich, den König mit 60% gemacht. Genau, jetzt sind wir wieder 5% höher. Und let's go. Achso, die Waffe ist Geisterzepter, die wir nehmen. Damit wir dann durchgehend immer mehr Leben kriegen und uns so nach und nach, sage ich mal, ab Höhe immer weiter. So, warte mal, ich muss es testen. Okay. Er hat jetzt Schaden kassiert, er hat es gesehen. So, ich will den Baum machen. Baum. 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 Gott sei Dank. So. Okay, sehr gut. So, was wir jetzt mal schauen müssen, was wir jetzt nehmen, also wir gehen auf jeden Fall auf Leben, Angriffstempo, das ist auf jeden Fall so mein Ziel, und Life-Rack. Am Anfang gehe ich mal auf das hier. So, Geisterzepter. Dadurch, dass wir haben ja, glaube ich, beim König diese komischen Minus gehabt, wenn wir Einser hatten, haben wir jetzt hier nicht mehr. Daher können wir jetzt ganz easy das hier machen. So, ich finde ja Geisterflint eigentlich auch eine richtig geile Geschichte, ne? Vor allem wegen Angriffstempo. Habe ich ja voll unterschätzt. Ich habe echt gedacht, das ist richtig scheiße, aber die sind richtig gut. So, das nehmen wir. Weiter geht's. So. Bam, 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 bam. So. So. Dim, 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 dim. Ja, ich weiß, wenn die halt so stacken, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt mit allen drei, dass das eins zusammenzählt, aber es zählt ja jedes einzeln. Wir gehen mal auf Leben. So, noch ein Zepter, sehr schön. Lebensentzug könnten wir auch gehen. Hier ist noch ein Zepter, jetzt haben wir schon mal 5. Angriffstempo, ja, okay. Wir gehen sowas wie später dann so zum Beispiel auf den Panda-Bären oder halt auch auf dieses Blatt. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Das hat ja auch diese ganze Lebensregeneration und den ganzen Kram. Und da möchte ich gerne hin, dass wir die auch später kriegen. Und diese Fiole, da ist ja auch mit Life-Rack drauf. Die können wir auf jeden Fall dann auch noch nehmen. So. Super, super, super. So, kriegen wir noch ein Level? Nee, schade. So, was haben wir jetzt? Rüstung, Reichweite, Schaden und Lebensabzug. Bin ja so ein Fan von Lebensabzug, ne? Rollen einfach mal neu. Das war jetzt natürlich richtig Quatsch. Ja, was nehme ich denn jetzt? Die Regeneration, Angriffstempo. Wir gehen nochmal auf Angriffstempo. So, das brauchen wir alles nicht. Ein Zepter, richtig gut. Wir rollen einmal neu. Nehmen noch ein Zepter, jetzt haben wir schon ein blaues. Das heißt, bei 18 Gegnern kriegen wir jetzt ein HP mehr. So, Fledermaus. Wäre vielleicht auch so ein Ding, was wir mitnehmen können. Vor allen Dingen da, deswegen. Wir sperren das mal, nehmen wir mit bei der nächsten Runde. Sehr geil. So. So. Wir haben gar keine Gegner hier, ne? Haben sie jetzt schon mal erhöht. Aber irgendwie fehlen die Gegner. So. Dum, 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 dum. So, den Baum nehmen wir mit. Sehr schön. Let's go. Ah, schade. So, wir haben 2 Level. Sehr gut. Lebensentzug nehmen wir mit. Und die Frage ist jetzt, gehen wir auf Fernkampfschaden oder wieder Avoidness? Aber die Sache ist ja die, wir müssen ja Schaden kassieren, um den Gegnern Schaden zu machen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch auf mehr LP gehen. So, wir nehmen noch einen Geisterzepter mit. Und noch einen Geisterzepter. Okay, sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Weiter geht's. So, sind wir bei Level 5.
Piu, 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 piu. Ich finde das so geil. Das ist ja irgendwie so bei Star Wars. Bisschen. Au. Wie gesagt, gut wäre es, wenn wir jetzt ein bisschen LP-Regeneration noch mit reinnehmen. Und Lebensentzug, so in diese Richtung. Und natürlich Leben, ne? Weil wir haben jetzt genug Tempo. Aber das sollte reichen. So, Technik, Ritt, Fernkampf, Reichweite. Wir machen einmal hier. Ja, wir nehmen das definitiv. So, da sind wir schon mal bei Blau. Rollen. Nahkampf ist das ja nicht. Das ist ja Fernkampfschaden. Stock, das nicht. Hand, das ist alles Quatsch. Das ist auch alles Quatsch, leider. So, es geht weiter. Oh, komm, ein paar mehr Gegner brauchen wir. Dim, 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 dim. So, schnell ein paar Gegner töten. Schön avoided. Wie gesagt, eigentlich müssen wir auch Schaden kassieren. Das ist ja auch der Sinn des Hinter. Aber die Sache ist halt die, es macht halt keinen Explosionsschaden, nur es macht halt random Damage auf einen, ne? Wenn wir das richtig sehen, ne? Es macht halt, hier, Chance von 100% einen zufälligen Gegner. Schaden zuzufügen, Gegner Schaden zuzufügen, wenn du dich heilst. So. Heißt ja die ganze Zeit immer, wenn ich einen Heilungs kriege, mache ich den Gegner Schaden, ne? So, verwerten. Oh, okay. Wollen einmal neu. LP-Regeneration, sehr gut. Das lohnt sich halt nicht. Rüstung. Die Frage ist, ob wir schnell nochmal auf Rüstung gehen, weil wir kriegen echt viel Schaden, ne? So. Geisterzepter. Ich roll einen höher. Wichtig. Tja, das ist jetzt schlecht. Bandana. Auch keinen Sinn. Nee, das prallt ja nicht ab. Es schlägt ja nur durch. So, was haben wir hier? Aufsängerkiste, also 15 Materialien minus ein Tempo. Am Anfang eigentlich sogar noch sinnvoll, ne? Damit kann man halt ziemlich viel generieren. Wenn wir zwei Kisten aufgesammelt haben, haben wir die 30 ja schon wieder drin. Sowas muss man halt ziemlich am Anfang nehmen, weil am Ende macht es halt keinen Sinn mehr. Wir sammeln ja eh noch ein paar Kisten ein. Das ist halt auf jeden Fall Fakt. So. Ich wundere, ich gehe ab und zu mal auf den Damage. So. Weil, ihr wisst ja, wenn wir den Schaden kassiert haben, machen wir random Damage auf Gegner. Da ist eine Kiste schon mal, da wären wir schon mal bei unseren ersten 15. So. Max LP, 2 LP Regeneration. Verbrauchsgegenstände. Wir heilen uns ja im Endeffekt durch Regeneration und Lebensabzug, ne? Das sind Alienwurm, können wir definitiv mitnehmen. Das ist Quatsch. Da könnten wir auf Fernkampfschaden gehen, aber wir müssen echt langsam mal ein bisschen schauen, was wir nehmen. So. Speer, das ist Quatsch. Das können wir mitnehmen. Sehr gut. Fusionsschaden macht keinen Sinn. Glück. Nee, wir müssen halt, wie gesagt, hier. Das müssen wir. Theoretisch heben wir das damit auf. Auf minus Tempo. Machen wir denn Elementarschaden? Ne, Fernkampfschaden, ne? Schade. Also hätte ich das auf jeden Fall genommen, wobei 2 LP-Regeneration echt nicht wenig ist. Nehmen wir einfach mal mit. Okay, let's go weiter. Wir könnten halt auch wieder auf die Dingswurst gehen und dann auf die Schlange. Aber ja, weiß nicht.
So. Ist so geil. Jetzt sind wir schon mal bei uns. Jetzt haben wir plus minus null. Ich wollte halt Schaden kriegen gerade. Hier extra in die Gegner reingerannt. So. Sehr gut, komm. Item. Jetzt haben wir schon mal 15 plus gemacht durch das Item, ne? Also, immer so, von was ich gerade rede, ist der Sack, ne? So. Wieso weiche ich denn so viel aus? Ach, weil ich 30% ausweichen habe. Wo habe ich die 30% ausweichen her? Hat er die von Grund auf oder habe ich die geskillt? Ich glaube, die hat er Grund auf, oder? Habe ich die 30 ausweichen, ja? Habe ich die geskillt? Nein. Hä? Okay. Macht Sinn? Kein Sinn? Rüstung, Fernkampf, Nahkampf, Glück. Wir nehmen Rüstung. So. Kein Sinn, kein Sinn. Macht keinen Sinn. Keinen Sinn. So, Flint nicht. Das nehmen wir. Das macht Sinn. Und das macht keinen Sinn. Also das, die Säure nehmen wir auf jeden Fall mit. Nur wir halt mal die Medizinkiste, die wir mal vom Arzt bekommen hatten. So. Ich warte eigentlich nur gerade so auf so ein Late-Game-Item. Boah. Versuch gerade einmal Schaden zu kassieren. Jetzt. Wir sind schon bei 73 Leben. So. 76. Ja, Tempo runtergehen wäre jetzt, glaube ich, nicht so die beste Wahl. Also ich glaube, Couch mit reinzunehmen. Boah, ich weiß nicht. Die Gegner sind so schon ziemlich schnell. Ich glaube, das wäre nicht so eine beste Idee. So, wir haben jetzt hier Fernkampfschaden. Können wir eigentlich mitnehmen? Die Säure wollte ich mitnehmen. Schmoop ist eigentlich auch voll cool, aber wir müssen auch Schaden machen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier auf Fernkampfschaden runtergehen, kriegen wir halt richtig auf den Sack, ne? So. Noch mehr Tempo runter. Ne, wir rollen mal weiter. So. Warum nicht? Vielleicht Gegner einen Schaden zuzufügen. Ja, ne. Nutzt halt gar nicht. Elementarschaden, Kralle, das. Das ist alles. Echo Baby könnte man mal mitnehmen. So. Wie viel Schaden machen wir denn jetzt schon? Wir machen jetzt 87 Schaden auf einen zufälligen Gegner. So, wir gambeln halt darauf, dass wir jetzt mehr Leben haben und dadurch halt, wenn wir nicht avoiden und Schaden kassieren. Ihr seht es ja, ne? Trotzdem brauchen wir mehr Life weg. Fällt mir eigentlich aktuell gerade so gar nicht. So. Stimmt, 98. 98 Leben. So, was können wir jetzt hier nehmen? Das, Elementarschaden, Angriffstempo, das ist alles Quatsch. 16 Schaden. Nehmen wir definitiv mit. Oder? So, ja, nehmen wir mit. Geil. So, was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Halt ein, okay, das ist, oh, ich habe mich verlesen. Ich habe gedacht, zwei Nahkampf und ein Fernkampf. Man sollte ab und zu mal richtig lesen. So, was haben wir hier?
Vier Ernten, vier Ausweichen lohnt sich nicht. LP-Rack. Was könnten wir nehmen? Boah, das Zepter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 1 auf 4. Okay, weiter geht's. Wir kriegen gleich eine große Welle. So, gerade die Großen hier mal schnell zu töten. So. Bin schon bei 99 Leben. So, wir haben die 100 geknackt. So. Lot 1. Au. Boah. Das Problem ist, ich sehe jetzt schon den Boss vor mir, dass der wahrscheinlich richtig eklig wird. Ich versuche gerade irgendwie ein bisschen Damage zu kassieren. Diese Tanks, ne, dass sie genauso schnell laufen wie ich. Richtig ätzend. So, was haben wir hier? Wir wollen einmal neu. Lebensentzug. 18. So. Versuch gerade den Tank mal kurz zu töten. Wieso weiche ich so viel aus? Also ich finde es halt cool, ne? Aber bei 26% Ausweichchance weiche ich trotzdem fast jeden Schlag aus. Ist okay, ne? Also ich muss jetzt auch nicht durchgehen. Solange ich halt, sag ich mal, ein bisschen weniger Leben habe und dadurch regeneriere, ist das alles cool. Aber trotzdem... So... Unter 14... 15, 16, 17, 18, 19, 21, sehr geil. Mal die ganzen kleinen töten. Richtig, richtig gut. 122. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir rollen einmal. Wir gehen auf LP-Regeneration. Nein, nein, nein. Kriegerhelm. Ja, wir müssen Kriegerhelm, wir brauchen Rüstung. Das sollten wir definitiv mal anstreben. Reichweite. Okay, wir lassen das so. Wir sperren das. So. Dann kommt ja die große Welle mit 14, ne? Da kam die schon. Ich kann mich daran erinnern. So. Das ist 124 Leben schon. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, dass wir mehr auf Lebensentzug gehen und auf Life-Rack jetzt. Ja, da können wir ja auch ein bisschen, sag ich mal... Oh, das war Absicht. Ach komm, ich habe ihn nicht tot gekriegt. Das und das. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Max LP und Rüstung. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu langsam werden. So. So. Lich ist schon ein sehr interessanter Charakter, ja. Wie gesagt, ab und zu nehme ich mir mal einen Schaden mit, ne? Damit wir dann so wirklich an den ganzen Gegnern auch Schaden machen. Wie viel machen wir denn aktuell? Dadurch, dass wir halt auf Max LP gehen. 146er Hits, ne? Oh, Heal, den wir machen. So. Also ein bisschen Ausweichchance ist okay. Oh. Oh, wir müssen unbedingt mehr weg.
Oh. Oh. Junge, das war anders knapp. Heilige Scheiße, das war anders knapp. Frage ist, wie viel Angriffstempo erhöhen wir? So, was haben wir jetzt hier? Das Zepter? Oh, ich weiß nicht. Nee. Nee, lohnt sich alles nicht. Flosse. Noch mit. Das Zepter sperren wir. Das Gift-Tonikum. Angriffstempo, Crit und Reichweite erhöhen. Das Tempo. Sperren wir auch. So, jetzt kommt ein Boss. Das wird jetzt interessant. Ah, oh, der kassiert ja gar keinen Damage. Oh Gott. So. Ah, der Boss, den kriege ich nicht tot. Okay, das könnte richtig interessant werden. Machen wir langsamer. Oh Gott. Oh Gott. Heilig Scheiße, das ist ja richtig heftig. Okay. Wir werten das auf. Ich habe das Gift-Tonikum hier immer noch gesperrt. Wir würfeln einmal neu. Das lassen wir gesperrt. Das Problem ist, so viele habe ich gar nicht, ne? Oh, Junge. Okay, das wird richtig interessant. Ich hätte vielleicht ein Messer mitnehmen sollen. Damit ich mein Angriffstempo halt erhöhe. Das wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen. Also hier diese Flint, wie die heißen. Jo, Alter, wie schnell seid ihr bitte? So. Ah, ich habe zu wenig Lebensentzug, glaube ich. Oh, Gottes Willen. Nehmen mal LP-Regeneration mit rein. Gift-Tonikum nehmen wir jetzt. Die sperren wir. Dann können wir die halt upgraden. Ich bin halt wirklich am überlegen, ob wir die kombinieren und dann noch eine blaue mit reinnehmen. Vielleicht sogar Sinn. Oh Junge, halten die viele aus, die Tanks. Den Tank müssen wir mal schnell machen. Oh, das sind ja nur Tanks, ey. Ja, ist klar. Macht halt noch schneller. Absicht. So. Aber ich brauche unbedingt mehr Lebensentzug. So. Heilige Scheiße. Wie gesagt, der Flint wäre halt sinnvoll gewesen. Wegen Angriffstempo hätte ich den hochgespielt. Ja, wollten, das lohnt sich halt gar nicht. Den könnte man nehmen.
Ich hoffe mal, dass ich krieg halt auch keine guten Items gerade, ne? Also auch keine, sag ich mal, Vierer-Items, die ich kaufen kann. Klar, es macht Sinn in der Hinsicht, hätte ich den Boss besiegt. Boah, die sind alle super fix, ey. Das spielt sich gerade richtig unangenehm. Also ich bin aktuell vom Lichtbild noch nicht so überzeugt, ne? Weil wir töten auch gefühlt nicht so viel. So. Und wir kiten ja mehr, als wir töten. Boah, sind die schnell. Das Problem ist, ich habe hier so zwei, drei Viecher, die mir die ganze Zeit schnell hinterherrennen und die ganze Masse ist halt langsam. Ui, shit. Okay, wartet mal, wir sperren das. Ich kriege halt auch super wenig EP, ne? Das heißt, wir können kombinieren und kriegen noch eine. Ja. Letzte ordentliche Welle. So, jetzt noch ein paar Lowies dabei. Das ist schon mal gut. So, wir versuchen die mal ein bisschen hier in die Ecke zu kiten, damit ich dann weiter laufen kann. Ich mache halt auch echt super. Also am Ende ist es wahrscheinlich dann so, dass wir nur die Bossphase überleben. Oh Gott. Das war anders knapp. Okay, jetzt bin ich bei der Avoidance doch ein bisschen froh drüber, dass ich die habe. Nein. Nein. 5 Sekunden. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, war das knapp. Heilige Scheiße. Lebensentzug. Kombinieren. Was? Was war das? So, ein bisschen nochmal konzentrieren. Komm, jetzt halte ich mal hier hoch hier. Boah, recht. Er hat sich bewegt. Komm. Ungünstig. Junge, wie viel Schaden kassiere ich denn einfach random? So, jetzt erstmal die Anstürmer weggemacht. Ja, wir haben's. Heilige Scheiße, war der. Boah, also Licht ist ja mal ganz anderes Level. Heilige. Heilige Scheiße. So, plus 3% Crit-Chance, Chance von 20% eine LP zu heilen, wenn du einen Gegner mit einem kritischen Treffer tötest. Okay, kann man akzeptieren? Ja, Licht, okay. Also, ich sag euch, wie es liest. Licht ist mal ein ganz anderes Level. Übel. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Skillung benutzt habt, weil ich sag's euch, das war ja wirklich Katastrophe. Ich habe echt gedacht, mit dem Geisterzepter, mit LP, kriegen wir da ein bisschen mehr raus, aber das war ja heilige Scheiße. Aber wir haben auch keine guten Items gekriegt, ne? Also wenn ihr seht, wir haben jetzt zum Beispiel keinen Panda bekommen, wir haben zum Beispiel auch nicht die Fiole bekommen oder halt den Wedel. Wir haben halt einfach nur Mist gekriegt, bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Ansonsten wünsche ich euch noch was und bis zum nächsten Video von Brotato. Ciao.